Heute für euch die Top 10 der meistgehassten Charaktere in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um die 10 meistgehassten Figuren in der Zaubererwelt. Bevor wir in diese Liste eintauchen, möchte ich klarstellen, dass nicht alle dieser Personen böse sind. Ganz im Gegenteil, einige von ihnen sind überhaupt nicht böse. Es ist wichtig zu bedenken, dass Hass nicht ausschließlich aufgrund von Boshaftigkeit entsteht. Einige dieser Figuren werden einfach als lästig oder widerwärtig empfunden und nicht gleich als böse. Einige haben es auch auf die Liste geschafft, weil sie böse Taten begangen haben, während andere dort stehen, weil sie einfach an Orten auftauchten, wo sie vielleicht nicht zu suchen haben. Ich möchte auch betonen, dass ich persönlich nichts gegen diese Figuren habe. Sie alle tragen dazu bei, die Harry Potter Geschichte interessanter zu gestalten, und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es sie gibt. Welche erfolgreiche Geschichte besteht schon aus mehreren neutralen Figuren und neutralen Meinungen? Das klingt für mich nicht besonders spannend, da muss irgendwie ein bisschen Spice rein, um die Geschichte zu versüßen. Ich habe versucht, meine eigenen Ansichten mit denen des Internets in Einklang zu bringen bei dieser Liste, also hoffe ich, dass ich vielleicht ein vernünftiges Gleichgewicht gefunden habe. Meine eigene Top 10 Liste, die ausschließlich auf meiner Meinung beruht, könnte vielleicht etwas anders aussehen. Wenn ihr die auch sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wie auch immer, ich fange gleich an, aber bevor wir loslegen, bitte ich euch, das Video kurz zu pausieren und eure Top 10 oder Top 5, wie auch immer, der meistgehassten Harry Potter Figuren in die Kommentare zu schreiben und zu teilen. Beginnen wir direkt mit der Nummer 10 und dort haben wir Rita Kim Korn. Wer könnte wohl mehr gehasst werden als Rita Kim Korn? Nun, das klären wir gleich. Unter den Journalisten ist die britische Hexe Rita Kim Korn so ziemlich das Hinterhältigste, was es gibt. Sie war eine Journalistin, die für den Tagespropheten verleumderische Artikel voller Fehlinformationen schrieb. Ihr Ruf war schrecklich und niemand war vor ihren giftigen Artikeln sicher. Selbst Albus Dumbledore, der einmal bemerkte, Kim Korn sei das bezaubernde Böse. Die gefährlichen, giftigen, furchtbaren Fehlinformationen, die sie über Menschen verbreitete, um ihren eigenen Ruf zu verbessern, machten sie sicherlich zu einer der meistgehassten Personen innerhalb und außerhalb der zaubernden Welt. Machen wir weiter mit der Nummer 9. Lavenda Brown. Oh Mann, wo soll ich nun mit Lavenda Brown anfangen? Sie wird schon im allerersten Buch erwähnt, die erste Schülerin, die nach Gryffindor einsortiert wird. Doch Lavenda wird erst später wirklich relevant. Im 6. Schuljahr beginnt Lavenda, Gefühle für Ron Weasley zu entwickeln. Schnell ist sie in Ron Fanat und stolziert in der Schule herum, nennt sie ihren neuen Freund mit dem nervtötenden Spitznamen One-One und kauft ihm sogar eine Halskette mit den Worten "Mein Schatz". Ihre absolut übertriebene Art, Ron zu lieben, war schon genug, um die Fans zu verärgern. Aber das Sahnehäubchen auf der Torte war, dass ihre Beziehung die sehr beliebte Hermine Granger verärgerte. Alles, was Hermine ärgert und aufregt, ärgert wahrscheinlich auch die meisten Fans. Machen wir weiter mit der Nummer 8, Percy Weasley. Die Weasleys sind sicherlich eine von den Fans geliebte Familie, das heißt mit Ausnahme von einem. Sagen wir mal den problematischsten Weasley, Percy. Auch wenn die Filme das nicht besonders gut dargestellt haben, beginnt Percys Beziehung zu seiner Familie sich an einem Punkt der Geschichte zu verschlechtern. Percy weigerte sich, wie Fudge zu glauben, dass Voldemort an die Macht zurückgekehrt war. Und so hatte er Schwierigkeiten, mit seiner Familie zurechtzukommen, die große Anhänger von Harry und Dumbledore waren. Es ist zwar völlig in Ordnung, eine eigene Meinung zu haben, aber Percy wandte sich wirklich gegen seine geliebte Familie, weshalb die Fans ihn so sehr hassten. Sie stritten vor allem, weil er sich auf die Seite des Ministeriums stellte, zu einer Zeit, als das Ministerium ziemlich fragwürdiger war denn je. Percy wurde genauso erzogen wie alle seine anderen Geschwister, aber irgendwie, irgendwo ist etwas schiefgelaufen. Zum Glück versöhnten sich Percy und alle anderen jedoch. Kommen wir zur Nummer 7, die Carrows. Viele der Personen auf dieser Liste sind hier, weil sie nervig oder nicht vertrauenswürdig sind. Die Carrows, Alecto und Amicus Carrow, sind vor allem deshalb auf dieser Liste, weil sie böse sind. Die Carrows waren dunkle, reinblütige Zauberer und auch Todesser, die Lord Voldemort dienten und schließlich während Snapes Regime als Schulleiter in Hogwarts unterrichteten. Alecto war die Professorin für Muggelkunde, die den Schülern beibrachte, dass Muggel nicht besser als Tiere seien. Und Amicus war der Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste, oder sollte ich besser sagen, für die dunklen Künste. Ihre bloße Existenz an der Schule war äußerst unwillkommen und die Art und Weise, wie sie mit der Schülerschaft umging, war unverzeihlich. Aber der Begriff unverzeihlich bekommt eine neue Bedeutung, wenn man bedenkt, dass am Abend des 1. Mai 1998 Amicus der geliebten Minerva McGonagall ins Gesicht spuckte. Und das macht ihn natürlich zu einer sehr gehassten Figur. Nummer 6, Gilderoy Lockhart. Das ist ein interessanter Fall und ich habe ihn auf Platz 6 gesetzt, weil die überwältigende Mehrheit der Harry Potter Fans Lockhart nicht leiden kann.
Aber abgesehen davon mag ich Lockharts Charakter eigentlich ganz gerne. Und seine Darstellung in den Filmen ist phänomenal. Er ist einfach so gut darin, ihn hassenswert zu machen, was ihn irgendwie auch wieder sympathisch macht. Also, warum hassen die Leute Lockhart so viel? Um es kurz zu machen, die Leute sind kein Fan seiner unerträglichen Ego-Eigenschaften. Er ist selbstverliebt und ziemlich voreingenommen. Außerdem ist er ein Betrüger, der seine gesamte Karriere darauf ausgebaut hat, die Leistungen anderer Leute für sich zu beanspruchen. Seine ganze Person ist einfach so unecht. Nummer 5. Mandanges Fletcher. Feigling, Dieb und Betrüger. Das sind nur einige der Worte, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an Mandanges Fletcher denke. Ein Mitglied des Orden des Phönix, auf irgendeine Weise. Mandanges Fletcher war ein Halbblutzauberer mit einer reichen Geschichte an kriminellen Aktivitäten. Aufgrund seines Rufs war Mandanges innerhalb des Ordens nicht sehr beliebt, aber er stand loyal zu dessen Sache, weil Dumbledore ihm auf irgendeine Art und Weise aus der Patsche geholfen hatte. Warum hassen also alle Leute Mandanges? Nun, zunächst einmal hat er Mad-Eye Moody während der Schlacht der Sieben Potters im Stich gelassen und ist teilweise mitverantwortlich für Moodys Tod. Und was noch schlimmer ist, nachdem Sirius Black gestorben ist, plünderte Mandanges schamlos Grimmer Place 12 und verkaufte alle Wertsachen, die sich im Hauptquartier des Ordens befanden. Er ist einfach eine wehleidige Ausrede für eine Person, sozusagen wie Peter Pettigrew irgendwie. Nummer 4. Cornelius Fudge. Cornelius Fudge war der 32. Zaubereiminister und amtierte von 1990 bis 1996, also während des Großteils von Harrys Jahren in Hogwarts. Also, was ist so schlimm daran? Warum wird Fudge so stark verachtet? Nun, abgesehen davon, dass er seine Macht missbraucht und irrationale Entscheidungen trifft, bei denen er sich weigert, auch nur zu versuchen, Vernunft anzunehmen, behandelt er viele Menschen wirklich schlecht. Er war ein inkompetenter Narr, der kein schlechterer Vertreter der Zaubererbevölkerung hätte sein können. Wenn er gehandelt und tatsächlich auf Dumbledore gehört hätte, hätte die drohende Bedrohung durch Voldemort viel besser gehandhabt werden können. Sein hartnäckiges Leugnen von Voldemorts Rückkehr kostete Fudge schließlich seinen Job. Nummer 3. Die Familie Dursley. Ich habe die Dursleys in einer Gruppe zusammengefasst, weil sie die meiste Zeit der Geschichte über gleichermaßen furchtbar sind. Am Ende von Harry Potter hatte ich zu jedem von ihnen eine etwas andere Meinung, aber ich werde mich auf die prägenden Jahre von Harry konzentrieren. Obwohl er mit Petunia blutsverwandt war, behandelten sie Harry keineswegs wie einen Familienangehörigen. Er wurde wie ein niederer Diener behandelt und auf unvorstellbare Weise bestraft, darunter das Einsperren in den Schrank, das Vergittern seines Fensters und sogar die Verwehrung des Zugangs zu seiner eigenen Post. Und als ob die Behandlung durch seine elterlichen Figuren nicht schon schlimm genug wäre, schikanierte ihn auch Dudley. Die Dursleys waren schrecklich und es dürfte für niemanden eine Überraschung sein, dass sie auf dieser Liste ziemlich weit oben stehen. Nummer 2. Peter Pettigrew. Ursprünglich war Peter Pettigrew ein anständiger Kerl. Er wurde nicht immer so verachtet, auch wenn es fraglich ist, ob er jemals wirklich dazugehörte. Mit zunehmendem Alter konnte Pettigrew jedoch nie seine eigene Identität entwickeln. Stattdessen spiegelte er lediglich die Menschen um ihn herum wider. Das führte dazu, dass er eine sehr geringe Meinung von sich selbst hatte und nur über wenig Charakterstärken verfügte. Der innere Konflikt, den Pettigrew führte, manifestierte sich leider auf verschiedene Weisen. Zuerst verriet er die Potters, was zum Tod einiger seiner engsten Freunde führte. Danach ermordete er 12 Muggel mit einem mächtigen Zauberspruch und beschuldigte dann seinen eigenen engen Freund Sirius Black. Schließlich schloss er sich auch noch Voldemort an. Die Handlungen, die Peter Pettigrew während der gesamten Harry Potter Geschichte vollzog, sind wahrscheinlich unheimlich und unverzeihlich, weshalb er eine der meistgehassten Figuren in der Welt von Harry Potter ist und bleibt. Und auf der Nummer 1 haben wir Dolores Umbridge. Ihr habt sicherlich erwartet, dass sie in dieser Liste auftaucht, oder? Nun, zweifellos kann man sagen, dass Umbridge eindeutig die am meisten verabscheute Figur in der Welt von Harry Potter ist. Sie war ignorant, voreingenommen, betrügerisch, herablassend und äußerst nervig. Sie besaß wirklich keine einzige positive Eigenschaft. Ihr intensiver Hass gegenüber allen, die nicht reinblütig waren, ergab auch keinen wirklichen Sinn und war höchst heuchlerisch, denn Umbridges eigene Mutter war ein Muggel. Unterstützt vom Ministerium machte Umbridge das Leben der Mitarbeiter und Schüler von Hogwarts zur Hölle, indem sie unter ihrem tyrannischen Regime allerlei lächerliche Regeln aufstellte. Nach ihrer Vertreibung aus der Schule wurde sie sogar noch verachtenswerter, indem sie als Leiterin der Muggelgeborenen Registrierungskommission fungierte. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, meine Auflistung hat dir gefallen. Schreibe mir gerne deine Top 10 in deiner Reihenfolge in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.